Wir wollen, dass Happy Slice ganz Deutschland zum glücklichsten Pizza-Fan macht. Und deswegen jede Pizza unter 10 Euro. Moin Leute, Trimax hier. Wir reagieren auf Folge 6, Bulletproof die Challenge von Otto, wo ich mitgemacht habe. Und was hier passiert ist, so, also, what the fuck. Vor 2 Wochen habe ich mir eine fette Bänderdehnung zugezogen, bei einem meiner Geheimprojekte tatsächlich, und konnte am ersten Tag nur mit Krücken oder im Rollstuhl mich fortbewegen, und danach war ich eine ganze Woche auf Krücken. Was will ich damit sagen? Worauf mich aufmerksam machen? Und zwar das Thema Berufsunfähigkeit, denn jeder 4. Deutsche gerät in seinem Leben in eine Oh, macht das. Zieht euch da eine. Solange ihr noch Schüler oder Studenten seid, kriegt ihr das ganz günstig. Da seid ihr schon drin und dann seid ihr cool. Und hier wollen wir mal schauen, was passiert eigentlich, wenn man den ganzen Tag draußen gewesen ist, schlecht geschlafen, nicht gut gegessen. Oh geil, das ist auch mit drin. Und die Rechenleistung da oben noch ist. Die erste Challenge ist wie folgt. Es gibt 10 Aufgaben, die ihr innerhalb von 3 Minuten lösen müsst. Oh, war ich da gut drin? Die Lösung wird auf den Zettel geschrieben. Und dann schauen wir mal, wie viel danach richtig ist. Fertig? Eine Aufgabe in 15 Sekunden. Ja, aber lass doch lieber 7 Aufgaben richtig machen, als alle 10 anzufangen, oder? Digga, ich habe 4 Jacken an. Das war dann aber auch kalt. Wir waren so lange unterwegs, wir sind so im Arsch. So oft geschwitzt und wieder kalt und hin und her. Man war so im Arsch. Aber ich sehe da auch entspannt aus wie 150 Kilo. Ja, ja. Aber wie fangen wir an? Ihr habt noch 20 Sekunden zu belegen. Kann man da mehrere Aufgaben gleichzeitig sich angucken? Du hältst es in der Runde, du hältst das iPad. Ja. In der Runde, ja. Du hältst es in der Runde. Wir versuchen die einfach als Team richtig schnell zu lösen. Und den gut auch. Ja, ja, ich würde sagen, so 30 Sekunden pro Frage. Das kriegen wir hin. Fertig? Ja. Aufgabe, wenn wir was nicht wissen, können wir zurückgehen und die Antwort wechseln? Okay, dann raten wir, wenn Wie wir nicht drauf kommen. Funktioniert das Zurückgehen? Sind das Bilder? Ja, Bilder. 3 Auswahlmöglichkeiten immer? Okay, nee, 5. Unterschiedlich. Ach so, okay, weil wenn wir was nicht checken, einfach irgendwas tippen und weiter. Genau. Ja. Das heißt, wenn wir irgendwas tippen und markieren. Ja. Wenn wir irgendwas nicht wissen, irgendeine Sache tippen und ein Strichchen hinter, dass wir wissen, dann müssen wir nochmal. Ja. Also, ihr habt 3 Minuten Zeit. Okay. 3 Minuten zählen ab jetzt. Okay. Sie sehen eine Matrix mit 8 Figuren. Solche Aufgaben lösen auf Stress ist so nervig. Lass das volle Ding B nehmen und weiter, oder? Es gibt nichts doppelt. Die anderen Sachen sind alle da, nur rumgedreht. Das ist da. 3 Minuten. Das ist nicht da. Das ist da. Das, ja, B. Was ist so? Intuition. B. Wie viele Kilometer sollten bei Survival Squad zurückgelegt werden? Oh. 150, glaube ich. 30 Sekunden, dann ist es um. Scheiße, aber auf jede Folge reagiert. Waren es 300? Von 3 Minuten. 60. Was sagt ihr? Weiter? Nimm 60. Okay. 300? Oh, ich hab's immer noch drauf, krass. Okay, dann D. 60. 60 Kilometer. Der Begriff vervollständigt die Analogie. Herz, Karo, Peak. Herz. Karo. Peak. Kreuz? Ja. Gut. Ein Schläger und ein Ball kosten 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro. Mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Kostet 1 Euro. Mehr als der Ball. Schon so vorgelesen, dass alle raus sind. Ein Schläger und ein Ball kosten 1,10. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? 10 Cent. Ja. Oder nicht? Doch, ein Schläger und ein Ball kostet 1 Euro mehr. 10. Geht aber nicht. Wenn der 10 Cent kostet, dann kostet der nicht 1 Euro mehr, weil wenn das 1 Euro mehr ist, dann haben wir 1,20 Euro. Gut gesagt. Ja, stimmt. Ja, also keine Antwort ist richtig. Keine Antwort ist richtig. Warum? Geht nicht. Schreib's einfach hin. Was denn? Die letzte. Die letzte. Welche ist das? 5. Der Sicht. Warte. Die hier ist es, weiß ich ganz sicher. Die oder die? Nee, ist hintere Ecke. Das stimmt. Ja, ist A, B, C, D, E. Welches ist das? Die 6, ne? Also, wo fand Arktik Vogelstadt? In? Finnland? Finnland. In Lappland. Norwegen, Grönland, Lettland. Norwegen. Ja. B. Wie viele Kilometer? Norwegen? Da sollten bei Survival Squad zurück. Max, das weißt du?
Max? Oh, was ist das denn? 300. Ja. Alter, wie geil. Du drehst das Dreieck 90. Es ist auch schon 2 Monate her, bis es aufgenommen wurde oder so, ne? Da wusste ich es immer noch. Grad im Uhrzeigersinn, das Kreuz 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn und den Pfeil 135 Grad im Uhrzeigersinn. Welche Figur entscheiden Sie? Kreuz 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn. Noch 30 Sekunden. Das kann nur einer, weil es ist nicht... Ey, wir sind alle so im Arsch, das waren die Aufgaben so nervig. Ach fuck, das ist sowieso... Hier, D. D. Uhrzeigersinn ist wie rum? Ja, ja. Hier so rum. So, so das dann ist das hier oben. Mhm. Das da ist oben. Ja, also diagonal Kreuz eigentlich nach gerade unten. Oben. Ja. Hä, wie welche? Hier das ist das. Ja? So. Pfeil um. Nee, aber es muss ja das. Ach so. Ich sag B. Ja, ich weiß es nicht. Geh auf B. Wo fand der Arctic Warrior statt? Finnland. Geil, dass wir da auch kurz vorher waren. Vorgegebene. Wie, ich weiß einfach alle Antworten, weil ich übelst der Otto-Fanboy bin. Wie geil. Aufgabenwürfel. Das schaffen wir. Welcher auch. Welcher Musterwürfel ist identisch mit dem Aufgabenwürfel? Eine Minute. Der da vielleicht? Welcher sagst du? Der hier, oder nicht? Der rechte. So ist gleich. Nee, der hier ist doch hier anders. Ach, stimmt. 30 Sekunden. Wir machen weiter, das oder? Das muss... Ich sag, das ist ja nicht, aber das ist egal. Ist ja nicht, mach was anderes, mach irgendwas anderes. Mach irgendwas anderes, sag dir irgendwas aus, egal. 73,2% von 8. Wir machen mal weiter. Schauen wir mal. Nächste Challenge könnte euch irgendwie bekannt vorkommen. So geil. Ihr habt 3 Minuten Zeit, das, was ihr euch gestern eingeprägt habt, nochmal wiederzugeben. Ja! Ja! Oh nee, jetzt müssen wir von gestern wieder die Scheiße eintragen. Leute, das war die Challenge. Du siehst eine komplette Stadt mit 40 Begriffen. Straßen, Läden, Sehenswürdigkeiten. Musst dir das einprägen. Dann mussten wir 1,7 Kilometer einen Berg hochsprinten mit 25 Kilo Rucksack, bis alles tot war. Und dann mussten wir es wieder aufschreiben. Und die körperliche Belastung führt dazu, dass man sich nicht so gut die Sachen merken kann. Komm, das schaffen wir. Aber wir hatten fast alles richtig. Wir hatten, glaube ich, so viele Begriffe richtig auf Platz 1 wie Platz 2 und 3 zusammen. Warte nochmal. Zeit, pass auf, Zeit wieder 3 Minuten. Oh mein Gott, das schaffen wir. Die Challenge holen wir uns wieder. Sobald ich die Karte aufklappe, laufen die 3 Minuten. Zeit läuft ab jetzt. Okay, wie ist schon mal Bed and Breakfast? Müssen wir stumm machen? Ihr könnt hier labern wie die... Wir haben vorhin noch gelacht und haben, dass wir das so uns eingeprägt haben, dass wir es immer noch wussten. Hier wie die Wilden. Danke für die Primes. Ja. Ich hab W schon mal. X. X hast du auch? Ladestation, ne? Ja. J nehme ich, das ist die Polizeistation. Naja. Wir haben immer noch alle richtig. Digga, wie wir alle 3 am Schreiben sind. Wir reden auch nicht, weil wir alles aufschreiben. Hier, jedes Gebäude, jede Sehenswürdigkeit, jeder Fluss, jede Straße, jeder Weg. Ich bin darüber gefreut, dass die Aufgabe nochmal wiederkommt. Silberallee. Was ist die Technik, um sich das gut merken zu können? Du musst dir so eine Story ausdenken, wie so, du gehst durch die Stadt, okay, hier ist der Bäcker, da laufe ich wieder drüber, da ist die Polizei, direkt daneben ist das Rathaus, weil die Polizei muss auf das Rathaus aufpassen und so ein Scheiß. Und dann baust du dir sowas zusammen, eine komplette Story. Und da hast du nicht nur die Begriffe merken, sondern dir wirklich bildlich dann irgendwie vorstellen, wie du irgendwas machst. War 16. Das wussten wir alle 3, dass das die beste Merktechnik ist und die haben wir dann sofort angewendet. 16 war Silberallee, schreibst du? 8. Das alte Autobahn. 23 war der Waldweg. 11 war der Fisch. Dings. Was war der Kreisel? 7. Ich will das Ergebnis sehen. Den wusstest du gestern noch. Nicht aufgeschrieben. 7 ist Stadtring. Aber 9 wissen wir nicht. Wir wissen immer noch nicht, was. Ah, nee, doch. 9 ist B25. Passt alles. Wir haben alles. Ich habe alles. Fertig? Ich habe 3 beim ersten Mal mehr. Ja, ist doch gut. Ist irgendwie weg. Super. Ja. Okay. 20 Sekunden. Ja, ich weiß es eh nicht mehr. Nee? Nee. Ja. Ich hab alles gegeben. Ey, das andere nehmen wir das Richtige. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Ich habe auf jeden Fall eins von meinen... Könntet ihr nicht die Stadt durch 3 sein, sodass jeder ein Drittel merkt? Haben wir gemacht. Ich war der Stadt. Ich glaube, Niki war so oben Park und angrenzend und Ronny war die andere Seite der Stadt. Ein Standarddingern oben ist mir wieder eingefallen, was ich gestern an Bord nicht wusste. Geil. Der Golfplatz hat gestern gefehlt, aber er war heute da. Wenn wir hier nochmal Erster sind, das ist krank. Das war die Challenge-Denksportaufgabe, beziehungsweise waren es ja 2 Challenges.
Und ich fand es schon eine wirklich wilde Mischung, wie unterschiedlich auch die Teams da performt haben. Ja, gerade mit der Karte. Jetzt nochmal abfragen wäre krass. Nee, ich habe keins mehr. Digga, das ist 2-3 Monate her. Silberallee? Nee, weg. Ich will die auch nicht mehr sehen. Die Karte hat einen so gestresst. Wie unterschiedlich auch die Teams da performt haben. Ja, gerade mit der Karte im Vergleich zum Einmarsch davor. Deutlich nochmal ein Unterschied. Mega spannend zu sehen. Das sind die Ergebnisse. Bist du auf der 1 sein, oder? Was ist das? Das sind 2 Challenges. 6 richtige. Aber wir haben 6 richtige Antworten. Oh mein Gott, wir haben bei den Antworten bei dem Quiz gewonnen und bei der Karten merken. Wir hatten letztes Mal 34 Begriffe, einen Tag später haben wir 32 Begriffe. Wir kriegen 10 Punkte. Das war die Aufgaben davor, das war die Karte. Alter! Hä? Welcher Platz? Wir waren zwischenzeitlich Letzter. Welcher Platz sind wir jetzt? 10 Punkte? Aber YouTube hat auch 9. Jetzt haben wir das Gesamtranking. Halt's Maul! Wir sind... Ist das dumm? Wir sind punktgleich Erster. Ey, ihr habt uns beim Hindernisparcours gesehen, ja? Leute, das ist der Infanterie-Ausbildungskurs der Bundeswehr, teilweise für Spezialeinheiten. Hardcore, ohne Pausen, 5 Stunden pennen, nur Sport, 1000 Challenges und zwischen den Challenges so lange laufen, bis wir alle kotzen. Das war eine Zermürbung. Wir haben einmal die Ninja Warrior, ultra fit, Team Schlappen, Hindernisparcours-Renner, ultra krass, MMA-Team, alles MMA-Profis, ultra heftig, Team YouTube, haben wir einen Football-Profi und Dave drin. Und dann kommen wir 3. Sind auf dem Ersten. Ist das geil. Hab auch gar nicht mehr an den Parcours gedacht. Da waren wir so kacke. Digga, das ist ein hartes Bild. Das war vor der Haartransplantation. Ja, das ist die große Scheiße. Ja, wir haben schon geahnt, dass wir jetzt ins Wasser springen müssen. Wir haben ein bisschen spekuliert über die Höhe. Ja. Aber das ist eine entspannte Höhe. Wir überlegen eher, welchen Trick wir machen. Neuer Ort, neues Glück. Hinter uns eine wunderschöne Brücke, eine Eisenbahnbrücke. Es könnte also irgendwas mit Wasser vielleicht zu tun haben oder Höhe oder beidem. Feuerschalen am Boden. Also es könnte auch irgendwas mit Feuer zu tun haben. Aber ich würde sagen, als Erstes legen wir Neoprenanzüge an und dann schauen wir weiter. Wer hat Bock? Jo! Ja! Hammer! Dann nicht so begeistert. An wegtreten und Neoprenanzüge anziehen. Okay. Ronny, du bist doch bestimmt ein begnadeter Brückenspringer, oder? Ja, aber nur bis 6 Meter. Ey, aber 6 Meter ist auch schon mal was. So, jetzt weiter hochziehen. Ja, hammer, danke. Das ist schon hoch da. Aber kein Problem. Was würdest du tippen? Ach, von hier so eine Legende. Wie hoch ist das? Boah, es sieht gar nicht so hoch aus, bin ich ehrlich, von hier aus. Es muss doch machbar sein, oder? Weil die Brücke so. Wie bist du da reingekommen? Ja, natürlich haben die das nicht. Ich gebe überall meine Größen an. Die hatten bei der Bundeswehr keinen Gürtel für mich. Die haben nicht 115 cm Bauch- und Hüftumfang. Der Neoprenanzug gab es nicht. Es gab viele Sachen nicht für mich. Ich bin zu fett für die Bundeswehr. Riesig ist, es täuscht. Das ist gut. Ein Big Board von euch. Nein, das ist der Fall. Ach, leider, da passt nicht rein. Das so rum? Team Schlappen. Das war so eine Scheiße, ich konnte das gar nicht zumachen. Ich konnte die Teile gar nicht über meine Schultern machen. Ja, hast du schon aufgegeben? Ich spring so. So ein Quatsch, gibt genug Dicke bei der Bundeswehr. Ja, aber die ziehen keinen Neoprenanzug an. Die machen die ganze Action-Scheiße nicht. Die sitzen hinterm Schreibtisch. Du kannst auch nackt springen, das ist doch mir völlig egal. Nackt wäre irgendwie cool. Weil das ist mir da nicht sicher. Weil wenn du auf dem Wasser aufschlägst, das zieht halt ein bisschen. Und wenn du nichts dran hast, ist es halt, ja, ist eine leichte Darmspindung. Machen wir es einfach. Das ist eine leichte. Aber warst du nicht mal unter 100 Kilo? Ja, mit 15. Unwesentlich, nichts was höher. Ich bin nicht so fett wie mein Bruder, alles gut. Das geht einfach so zu bei ihm. Hier nochmal kleiner Hinweis für alle Zuschauer. Ich habe so lange gekämpft. Vor das Springen bitte nicht nachmachen, vor allem nicht von irgendwelchen Brücken. Hier ist das Ganze natürlich genehmigt, beantragt, plus wir haben Sicherheitspersonal.
das allererste Mal in 8 Jahren Freerunning, schlappen Parcours von hohen Brücken springen, Content auf YouTube hochgeladen. Das allererste Mal, sage ich, dass sie eine Genehmigung hatten. Wir haben Rettungsschwimmer mit dabei, wir haben die Sunnis mit dabei, sodass einfach nichts passieren kann. Also nicht einfach nachmachen und nicht einfach von irgendwelchen Brücken ins Wasser springen. Das ist dumm hoch. Das sieht jetzt auf der Drohnenaufnahme nicht so aus. Ich hab schon nicht so große Lust gestanden. Mir wird schon. Was hieß das? 13,5 Meter? Fast 14 Meter? Ein bisschen mulmig, obwohl ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Jetzt nicht von 12,5 Meter, sondern noch von 10 Meter schon im Rahmen vom Turmspringen runtergesprungen. Aber trotzdem immer wieder eine Herausforderung. Vor allem, wenn man so eine lange Pause dazwischen hatte, sich dann doch wieder hier oben hinzustellen und zu springen. Und dann kommt noch dazu, das Wasser ist noch. Das ist dieselbe Brücke wie beim Einzelkämpferlehrgang. Ja, aber ich glaube, das ist nicht mehr Teil vom Einzelkämpferlehrgang. Das wurde rausgenommen. Verdammt kalt. Auch wenn wir die dicken Neos haben, trotzdem kommen natürlich an Füße und Gesicht und Hände Wasser. Und natürlich läuft hier auch Wasser rein. Also, besten Bedingungen. Let's go. Die nächste Challenge startet genau jetzt. Wir sind auf einer 13 Meter hohen Brücke, beziehungsweise wir sind hier 13 Meter. Leute, das ist so scheiße. Und wisst ihr was, an der Stelle muss ich einmal ganz groß einen Shoutout an Rumatra rausgeben. Er hat mich gerettet. Rumatra hatte mal so eine Canyon-Tour irgendwas. Die sind von 14 Meter ins Wasser gesprungen. Und Rumatra hat sich 2 Rückenwirbel gebrochen. Und ein Kollege von ihnen auch. Es sind 8 Leute gesprungen, 2 haben sich den Rücken gebrochen. Und ich habe keine Höhenangst, aber ich verletze mich ja bei jeder Scheiße. Ich verletze mich ja bei jeder Scheiße. Und ich bin so froh, dass ich das von Rumatra vorher wusste. Über der Wasseroberfläche. Hier laut das Motto, gemeinsam rein und gemeinsam raus. Was bedeutet das? Ihr werdet einzeln nach vorne gerufen, auf das Kommando fertig, ab, springt ihr nach vorne ins Wasser, landet ordentlich, taucht auf, gebt uns das Zeichen, alles ist okay. Dann schwimmt ihr ein paar Meter raus von der Einsprungsschlagstelle oder Einsprungstelle. Der zweite von euch springt, der dritte von euch springt. Wenn alle 3 im Wasser sind, dürft ihr an Land schwimmen. Wenn einer nicht springen möchte, gibt das aber einen Punkt weniger fürs Team. Bedeutet, jeder, der springt, ist ein Punkt fürs Team. Maximalpunktzahl 3. Wenn einer von euch nicht springen sollte, muss die Person, die sagt, ich möchte nicht springen, so schnell es geht, den Weg zurück antreten, runter ans Ufer. Und erst wenn die am Ufer stehen, dürfen die anderen ans Ufer schwimmen. Danach, wenn ihr Land kommt, so schnell es geht, umziehen in trockene Klamotten. Und dann kommt Challenge 2. Challenge Nummer 2. Ihr habt den Auftrag danach, so schnell wie möglich einen halben Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Fragen dazu soll es eigentlich keine geben. Dann, let's go. Gut, ready? Ja. Let's go, Bro. Ist dein Ding jetzt, Digga. Was geht dir durch den Kopf jetzt? Digga, mir tut alles weh, wenn ich das. Wackelige Knie, auf jeden Fall Angst und Respekt, aber ich will es einfach durchziehen. Ja. Let's go. Jo. Okay, ready? Pack's an. Let's go, Bruder. Kurz durchatmen. Nach vorne gehen. Digga, ich kann das Gefühl nicht anschauen, mir tut alles weh. Fertig? Ab. Let's go, go! Sauber. Oh, scheiße. Ab. Let's go, go! Sauber. Ich glaube, der geht verlust, oder? Das habe ich alles nicht gesehen. Digga, gleich der erste Sprung, Digga. Ehrlich gestanden haben wir. Digga, ich finde Knochenbrüche immer schon schrecklich, ne? Aber ein Rückenbruch, Digga. Die Wirbelsäule. Alter, ich finde das so schrecklich. Ey Leute, springt nicht von über 10 Meter. Ich finde das so schrecklich. Das haben wir da oben nicht mitbekommen erstmal. Wir haben das nicht geahnt, weil wir es nicht wirklich gesehen haben. Weil keiner mitbekommen. Ziel war auf jeden Fall, ich wollte nicht an der Kante stehen, generell auch schon für mich. Weil auch wenn ich keine Höhenangst habe, ist mir das mulmig. Aber ich stand so 2-3 Meter dahinter. Ich habe ihn noch springen sehen. Aber dann war der schon direkt weg und ehrlich gestanden. Wenn du Körperspannung hast und du weißt, jemand springt und du bist nicht so leicht zurückgelehnt, dann passiert da nichts. Aber sobald du mit einem falschen Winkel aufkommst, aus 13 Meter, oder die Körperspannung fehlt, ist Arsch. Die Challenge ist ein bisschen übertrieben. Ja, ich finde das auch ganz schlimm. Ist er ja unten aufgekommen und erstmal dachten wir so, boah, geil.
So, er hat ja, glaube ich, Otto hat sogar noch die Zeichen ja, gemacht. Ja, genau, Otto. Ja. Ja, und dann haben wir halt ihn stöhnen gehört. Du weißt ja auch nicht, was es ist. Also du kannst ja auch ein bisschen auf den Rücken knallen, dann stöhnst du, weil du keine Luft kriegst. Also für uns kennen wir ja alle, dann landest du ein bisschen schief. Er war jetzt nicht bewusstlos oder sowas, sondern es hätte ja auch sein können, okay, es geht die Luft weg. Digga, mir tut alles weh. Ja, das muss er aus dem Speibeutel runter. Bist du nur da? Das haben wir da oben alles nicht mitbekommen, ne? Das haben die jetzt hinter der Brücke gemacht. Das haben wir alles nicht mitbekommen. Alle, die jetzt als nächstes dran sind zu springen, haben sich bereit gemacht. Digga, das war der erste Sprung. Die haben das nicht mitbekommen. Die springen jetzt einfach auch. Astreiner Sprung. Ja. Jawohl. Fertig! Ab! Digga, mich graust jedes Mal, wenn da jemand runterspringt, ne? Da springen jetzt 10 Leute runter und alle haben Rücken gebrochen. Was ist das für eine Scheiße? Wieso lassen die uns noch springen? Das haben die uns nicht gesagt, dass da jemand verletzt ist. Das wussten die auch nicht. Ich glaube, die hatten ja auch kein Walkie-Talkie und so. Otto wusste das nicht. Sauber. Auch. Digga, man fällt so lange, ne? Man fällt so lange. Was für einer Sprung. Ist der falsch aufgekommen oder was ist passiert? Ja, Rückenlage und irgendwie, also man weiß jetzt nicht, was es ist, ist ansprechbar und kann auch alles bewegen, aber mit der Kälte noch dazu und wenn du das noch nie gemacht hast, ist halt ein Schock. Jetzt geht's ab ins Krankenhaus und dann hoffen wir, dass nichts Schlimmes bei rauskommt. Hoffen wir mal, dass nichts Schlimmes bei rauskommt. Bitte. Ja, Bro. Okay. Das nicht endlich. Und? Das ist jetzt leider Wirbelbruch. Rückenwirbelbruch. Ich gebrochen, ja. Ich muss jetzt auf jeden Fall operiert werden. Der wurde sofort operiert. Nach meiner Information war das sogar ein Rückenwirbeltrümmerbruch. Der wurde sofort operiert. Digga, mir tut jetzt der ganze Rücken. Ich kann nicht mehr sitzen. Digga, ich denke, gefühlt jetzt vom Sitzen bricht mein Rücken unten. Oh mein Gott. Ja, das ist halt echt scheiße. Ja. Guck mal hier. Oh Gott, ich kann mir das gar nicht angucken. Ich finde das so schlimm. Krank, wie man mitfühlt, ja, ne? Ey, Leute, springt nicht von über 10 Metern. Oh, Alter. Der ist richtig zerrissen. Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Digga, wieso sagen die das auch noch so? Von der anderen Seite. Ich hab so. Boah, man sieht von allen Seiten, wie gebrochen der ist. Oh Gott, Digga, mir tut jetzt sogar schon, mir tut ja bei den Nieren jetzt schon weh. Was ist das? Ich hab gehofft, dass es nur eine Prellung ist. Es hat echt höllisch weh. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, ich konnte kaum voll. Deswegen habe ich auch so komische Geräusche von mir gegeben, glaube ich. Das war echt krass, dass sie mich da so schnell mit dem Boot rausgeholt haben. Ja, das haben die echt gut gemacht. Die Versorgung war richtig gut. Ja. Wichtig ist, dass ich jetzt nochmal durchziehe. Ich kann alles geben. Erzähl nochmal, Keno, ganz kurz, was genau passiert ist. Wir standen hier oben auf der Brücke und ich habe die Höhenangst, das hat man ja schon bei der anderen Challenge mitbekommen. Und für mich war es so eine krasse Herausforderung, überhaupt zu springen. Für mich waren es gefühlte 25 Meter. Auch wenn es weniger waren, aber die Angst steckte so krass in mir. Irgendwie im Flug kam die Angst so krass, weil ich natürlich im freien Fall war. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich kurz, sogar ganz kurz schwarz vor Augen war. Auf jeden Fall bin ich wie, wenn ich kurz weg war und wieder da war. Und ich hatte keine Körperspannung, ich hatte nicht diese... Oh Gott, Digga, das ist so krank. Digga, wenn der... Alter... Man braucht Körperspannung, sonst alles kaputt. Stell mal wirklich, der hat vor Angst, geht der passed out, landet komplett mit null Körperspannung, dann springt die ganze Wirbelsäule gefühlt raus, Alter. Kerze gemacht und bin eingetaucht, sondern ich war irgendwie so fliegend in der Luft und es hat einfach nur noch gekracht und dann hatte ich einfach diese höllischen Schmerzen. Ja, das war schon ein Horrorszenario, aber ja, ich denke, man muss jetzt nach vorne gucken, die OP machen, ja, und dann werde ich ganz schnell wieder fit. Alright, dann macht euch... Digga, das ist so krass, ne? Ich finde das so schrecklich. Das haben wir alles nicht mitbekommen. Jetzt springt jeder danach. Jetzt ein Plan, Zeit, eine Minute. Wer springt als erstes, wer als zweites, wer als drittes. An die Zuschauer da draußen nochmal. Hier ist alles natürlich genehmigt worden, abgesperrt. Das ist ja egal, wenn alles genehmigt und abgesperrt ist. Wenn jetzt alle runterspringen und sich alles brechen, dann ist ja egal, was du für eine Genehmigung hast. Sicherheitsanweisung gemacht worden. Wir haben den Rettungsdienst dabei, also quasi von der Bundeswehr, die Sanitäter. Den brauchen wir auch. Macht das nicht nach, ja. Denn das ist meistens tatsächlich auch illegal, das zu tun. Hier allerdings erlaubt.
So, ihr habt die Minute Zeit, beratschlagt euch. Let's go. Danke. Also Männer, ich als erstes. Ich schwöre. Digga, Dave direkt, ich als erstes. Ich wäre gesprungen, kann ich nicht sagen, weil ich stand noch nicht an der Kante. Aber nach der Verletzung gerade möchte ich nicht riskieren. Sauber. Ich glaube, Real Talk, dass ich... Die haben das mitbekommen, wir haben das nicht richtig mitbekommen. Das wahrscheinlich nicht besser hinbekommen als er. Und ich habe keinen Bock, als nächstes im Krankenwagen zu liegen, deshalb I'm out. Keine oh, smart. No stress. Ja, ich mache mich schon mal warm, um runterzurennen. Sehr gut, okay. Damit du... Oh, Max ist so smart. Bis der Lage ausharren müssen. Ja. Nee, aber verständlich. Springt ihr beide? Ja. Wer springt als Erster? Wer als Zweites? Ich als Erstes. Aber als Zweites? Okay. Wann darf ich losrennen? Denk dran, sobald der Erste... Digga, ich hab gestern Rücken trainiert. Jetzt, wo ich die Rücken gebrochen habe, ich hab so leicht Muskelkater am Rücken. Mein ganzer Rücken tut jetzt weh. Ich spann den so an gerade. Scheiße, Alter. Ich krieg das nicht raus. Was ist das? Ich kann nicht mehr normal gucken. Ich muss die ganze Zeit an den Rückenwirbeltrümmerbruch denken. Als du gesprungen bist, okay, leg dich aufs Maul, geh ganz in Ruhe, hinten runter, runterklettern ins Ufer, reinschwimmen. Also, dass du nicht mehr stresst. Ne? Mach ich. Magst du beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal. Gut. Ready? Bis gleich. Okay. Ja. Ihr macht ich sag 3, 2, 1 und dann springst du, jo. Okay? Fertig? 3, 2, 1, Sprung! Wow! Also Sprung! Wow! Ich hätte mich da so verletzt. Ich hätte mich da so dumm verletzt. Glücklicherweise bin ich schon immer gerne irgendwo runtergehüpft als Jugendlicher. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr und das. Dave ist OP, der war auch bei den Bundesstreamerspielen ultra krass. Der erstens, der ist von überall runtergehüpft. Zweitens, der war mal so, der hat geturnt. Der kann ganz viele verrückte Sachen. Der kann ganz komische, das ist ein Turner. Der hat ganz lange geturnt. Der ist so auf eine ganz komische Art und Weise sportlich. Wisst ihr, was ich meine? So ein kranker Allrounder, einfach so ein, wer turnt denn in seiner, wieso hat er nicht Fußball gespielt? Weißt du? Warum hat er nicht einfach Fußball, Basketball und Handball gespielt? Wie jeder normale Mensch. Wer turnt denn einfach so? Das war auch in meinem Leben nie höher als 5 Meter. Ich bin aber schon davon ausgegangen, dass irgendwie sowas kommt und habe mich deswegen schon ab Sekunde 1 der Challenge darauf vorbereitet, das zu tun. Und dann habe ich gesagt, ich überlege kein zweites Mal, ich gehe vorne hin und ich springe. Da muss man aber auch dazu sagen, dass ich weder Höhenangst noch irgendwas habe. Und dann hat das ziemlich gut funktioniert. Boah, gut. Fertig? Nein. Warte mal, alles gut. Hab ich Zeit oder nicht? Aber er ist die ganze Zeit. Was ist hier besser zu sein? So ein übertrieben stabiler Typ, 110 Kilo pure Muskeln und dann runterspringen? Oder so ein ganz schmaler Typ, der dann halt nur 65 Kilo wiegt? Was ist besser? Wenn du dicker und mehr Muskeln hast, bist du stabiler. Aber dadurch bist du auch schwerer. Obwohl beim Fallen ist das egal, oder? Fällt nicht alles gleich schnell? Die Meinungen gehen auseinander. Ist egal, Spannung ist wichtig. Schwer ist schlecht. Im Wasser. So. Wegen dir. Ich wusste, dass Otto da echt ein cooles Programm hat. Und ich dachte, so wenn ich den Respekt vor der Höhe so bekämpfe hier in dieser Challenge, dann habe ich was mitgenommen. Und das war also, stand auf meiner Liste von Sachen, die ich gerne erledigen möchte. So. Guck nicht so weit runter, so nach vorne, wie grüne Straße und so. Packst das. Einfach Seilstück war genauso. Ich finde, im Video sieht das nicht so hoch aus wie in echt. So oft. Ja. Nee, da bin ich ja nicht gefallen. Oder? Ja, aber du hast es dich getraut und hast es durchgezogen. Fuck. Ja. Sauber, Aaron. Komm, Aaron. Schaffst du. Bin nach vorne. Sauber. Und anspannen. What the fuck? Das habe ich gar nicht gesehen. Bauchlage? Sauber, Aaron. Ey, geil. Mega. Echt top. Ich hab's gehofft, er hat's gepackt. Richtig geil. Das ist immer schön zu sehen, wenn Leute dann über die Grenzen gehen und das echt dann packen. Finde ich gut. Geil, oder? Hammer. Freue ich mich richtig. Wieso freuen die sich? Der ist auf dem Gesicht gelandet. Auf geht's, komm. Stark. Super, Aaron! Richtig geil. Gut! Ja, keine, alles bestens gelaufen. Und man schlägt natürlich schon ein, ne? Das erste Mal von 13 Metern. Ich bin immer nur so vom Fünfer im Freibad und so, aber am Ende immer dasselbe System. Runter, boom. Wie beim Salutieren, hier. Langsam, stark,
mit Höhenangst einfach. Sehr krass. Schnell, mir ist kalt. Ihr habt jetzt mal Zeit, eine Minute euch zu beraten. Wer als Erster, wer als Zweites? Ja? Schon ready? Wer als Erster, Zweiter, Dritter? Top. Genau, mach ganz in Ruhe, null Stress. Ja? Null Stress, einfach nach vorne gehen, fertig, ab. Ja, das war, der Erste hat sich den Rücken, einen Trümmerbruch zugezogen. Er muss sofort operiert werden. Wieso springen die alle? Also, was ist das für eine Scheiße? Ich check das nicht. Ich kann mir das gefühlt nicht angucken. Anspannen vorher, bevor es runter, bevor einschlagt. Let's go. Sauber. Stabil. Bin dann also da oben, guck einfach nur nach vorne, denk über nichts nach und mal wag einfach diesen Schritt. Und in der Luft merke ich einfach, wie lang der Fall ist. Also es war schon, hat sich schon gefühlt, wirklich lang angefühlt. Hab aber eine gute Position gehabt, bin dann komplett in die Spannung. Und das nächste, was mich erwischt, ist dann die Atemlosigkeit von dieser Eiskälte, von diesem Eiswasser, was auch hart war. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich direkt gefreut, dass alles gut gegangen ist. Ich dachte mir, okay, jetzt raus aus diesem eiskalten Scheißwasser und dann hoffentlich geht mit den anderen alles gut. Und es ist ja auch letztendlich alles gut gegangen. Im Nachgang bin ich froh, dass ich es gemacht habe, denn das ist auf jeden Fall grenzwertig für mich gewesen. Ja, so viel dazu. Hauptsache einen Punkt mitgenommen. Super, nächster. Ich kann jetzt ab sofort. Ja, du kannst sofort. Alles so gut. Okay. Gerade! Schon weit, weit. Solide. Auch alles gut. Nächster. Let's go. Der ist auch so ein Viech, der ist einfach so wie 2,2 Meter groß und nur Muskeln-MMA-Kämpfer. Den sah ich aus wie ein kleines Mädchen vor der Pubertät, Alter. Der springt da auch einfach runter. Holy shit. Hier runter. Gerade, aber! Er schreit noch Arme rein, als ob man das checkt im Fallen. Sah auch gut aus, oder? Auch alles gut. Passt, sehr schön. Super. Top-Leistung, drei solide Sprünge, alles schick. Oder? Da sieht man mal wieder so die, okay, gar nicht lange fackeln, 1, 2, 3, ohne Regung im Gesicht, ja. Kann so einfach sein. Hammer. Alter, das war nicht ohne. Alle, die unten ankommen, sagen, das war nicht ohne. Das ist doch krank. Wo willst du hin? Hä? Wo willst du hin? Weiß ich nicht, ich bleib jetzt erstmal hier in diesem verfickt kalten Wasser. Boah. YouTuber hat aktuell mehr Punkte. Digga, dieser scheiß enge Neoprenanzug. Zwei Größen zu klein. Meine Fresse. Wieso sehe ich wieder mit Abstand am beschissensten aus? Gesammelt. Und dieser eine Punkt, den wir. Man konnte die Arme nicht anlegen, weil das war irgendwie so auf Spannung. Vorsprung. Meine Hose ist offen und ich konnte die Hosenträger nicht tragen. Das ist alles einfach da drunter gestopft. Oder wieder aufholen können, der könnte entscheidend sein. Wir brauchen dich, Max. Max will nicht springen. Max möchte nicht springen. Das ist so krass, ne? Mein Bruder pusht noch. Auf jedem Scheiß-Event. Ich habe mir jetzt überall Knöchelbrüche geholt. Überall. Bei jeder Scheiße. Beim fucking Fußballspielen. Und hier nicht. Hier, jetzt funktionieren mal keine Schmerzen. Also ihr habt jetzt noch eine Minute Zeit, euch zu beraten, wer wie in welcher Reihenfolge springt. Und dann ich fange an für die Confidence. Also, ich bin raus. Nein. Doch. Nein, du machst es nicht. Das ist scheiße. Doch. Wo bist du springst, Junge? Nee, das ist. Ich bin so smart, das ist krass. Ich hab mich noch nie so smart gesehen. Das ist scheiße. Das ist durch. Ich verletze mich immer auf jedem Event. Das ist schon ein Zeichen, dass der Erste direkt vom Krankenwagen abgeholt wird. Da wusste doch nicht, was passiert ist. Wir dachten nur Krankenwagen. Ja, wir überprüfen das mal. Das wird schon nicht sein. Rücken, Wirbel, Trümmerbruch. Sofort rein in die OP. Ich bin da anfällig für. Ich verletze mich bei jedem Scheiß. Und jetzt hier aus 13 Meter. Sag das mal was, knallt Otto. Bei den anderen wie Sau. Otto, sag mal ich was. Bin das höchste war 3 Meter Sprung. Ich weiß nicht, wie irgendwas. Mich haut's hier komplett frontal als Bauchplatte runter. Nein, du schaffst das. Doch. Wir haben gut wir Punkte. Alle springen, wir haben heute gut Punkte gemacht. Ich flitze schnell runter, gehe mit euch im Fluss, ihr springt raus, dann ist gut. So, machen wir danach machen wir aber. Selbst wenn ein Punkt fehlen würde, dass wir erst am Platz sind, würde ich nicht springen. So? Cool, geh runter. Jungs, ich bin schon bei dir. Wir sehen uns, ne? Ciao. Ey, das war, ich sag's euch, das war gefühlt mein Highlight. Als ich danach unverletzt im Bus saß, ich hab mich so gefreut, ohne Witz. Egal, was danach für Challenges kam oder irgendwas, ich sehe das und freue mich heute noch. Ich freue mich richtig. Willst du als erstes springen? Ich unterstütze dich von hier oben. Du machst als erstes.
Du kannst da jetzt hingehen, springst und das war's. 1,3 Sekunden bis zum Wasser. Ich würde das so gern machen. Ne? Du machst es jetzt einfach. In der Situation, dein Sorge ist auch richtig stark. Ja, alle Kameras gucken drauf, alle versuchen einen zu überzeugen. Aber der erste vom Krankenwagen abgeholt. Da hieß es, ja, das ist nichts, die checken das nur mal durch, um mal zu überprüfen. So schlimm ist das nicht. Der ist unten aufgeprallt, hat keine Luft mehr bekommen und hat nur noch gemacht. Und der wird sofort operiert. Romatra hat sich was gebrochen, Romatras Kollege hat sich was gebrochen. Jetzt hat sich hier der dritte was gebrochen. Jeder Zehnte, der aus 13 Meter springt, bricht sich den scheiß Rücken. Warum? Und ich werde auf Platz 1. Ich falle beim Fußball hin und breche mir mein Schlüsselbein doppelt. Zack. Wir können ja einen fetten Countdown geben. Boah, wir können einen richtig fetten Countdown geben, mit allem Mann. Das hat schon häufig gezogen, das hat schon oft geklappt. Das hat schon oft geklappt, sag ich Schlamms. Das hat noch nie jemand bereut, den wir irgendwie aus so einer Höhe runtergeschickt haben. Das wird unsterblich sein, Ronny. Das ist das Geilste, was du jemals gemacht hast. Ja. Die Angst ist. Ronny hat so Höhenangst, der ist auch nur 1,40 groß. Für den ist das dreifach so hoch. Schon richtig krass. Ja, die Angst ist krass. Die Angst ist krass. Aber du bist krasser. Umso krasser ist das Gefühl, wenn du es geschafft hast unten. Denk dran, das haben aber tausend Menschen schon von dieser Brücke auch voll gemacht. Habt ihr manchmal Angst? Ja. Oft. Ganz oft. Sehr oft. Auch jetzt. Okay. Hast du manchmal Angst? Ich hab Angst. Ich hab jetzt gerade auch Angst. Guck mal, wenn du vorziehst, dann macht er das. Ich spring sowieso. Bist du da schon mal runtergesprungen? Ich bin da klar, ich bin da schon runtergesprungen. Ich hatte auch Angst, ich lebe auch noch, ich stehe hier. Alles gut. Heute wirst du zum Mann. Ich kann nicht! Ah. Komm, Ronny! Runter! Wenn ich mir denke so, ja, ich will das, dann habe ich das Gefühl, dass alles sich so mehr dreht und so und... Kannst du meditieren? Das haben schon tausend Leute geschafft. Ja, und hunderte haben ihren Rücken gebrochen. Also das ist für mich überhaupt kein Argument. Ja? Ich spring in der Zeit, stellst du dich nochmal an einen ruhigen Ort und meditierst kurz und dann springst du auf chillig. Oder du springst nicht, aber meditier nochmal. Bevor du runtergehst, musst du einmal meditieren. Ist das ein Deal? Spring nicht. Du darfst dich an den Ich bin auch sauer, dass mein Bruder springen will. Entscheiden, wie du willst, ich springe in der Zeit. Okay? Das ist doch schon das Rückenbruch-Mindset. Das bringt, also mit so viel Höhenangst zu springen, macht keinen Sinn. Guck dir das Niki an, wie er runterspringt. Ja, Ronny ist so klein. Der hat sich hingesetzt und hat sich nichts geändert. Ich lieb den Typen. Nee, mach ruhig Augen zu. Bleib nur bei dir. Pass auf, wir machen es wie folgt. Ja, ich spring du kannst in Ruhe meditieren. Wir ziehen die Schlappen vor. Ah, noch geiler. Man ruft, setz euch da hinten hin, ja, weil könnte jetzt ein bisschen hektisch werden. Du kriegst jetzt Meditationszeug, Ronny. Also. Tut mir leid, Jungs, dass ihr jetzt nicht die Letzten seid. Das ist völlig in Ordnung. Du bist das Finale. Dass du springen musst. Ja, weil du das Finale heute bist. Nein, Spaß. Das ist das Ziel. Das Wasser tief genug ist, in 13 Meter doch keine Welt. 10 Meter Turm ist auch doch noch easy. Das geht dann ganz schnell. Nach 13 Meter ist dann 14 Meter schon was ganz anderes. 15 Meter auch. Da ist was, alles, was drüber kommt, ändert nochmal alles. Weil du bist im freien Fall und wirst immer schneller. Da ist ein Meter echt viel Unterschied. Ob 10 Meter oder 13 Meter ist, das ist nochmal ein 3-Meter-Turm. Hier. Hufstelle. What? Exponentielle Beschleunigung, stimmt das? Soll ich mal beraten, wer was wie macht? Ja, kurz. Und dann let's go. Also ich gehe auf jeden Fall vor, ne? Du gehst vor, du hast Neo an. Kamera. Cam, willst du die? Ich kann die bei der Katze, ich hau mir ein blaues Auge. Pass auf, folgender Vorschlag. Dwayne jagt dich rein, chillt mit dem Ding unten, spritzt Ette Wasser. Soll ich dir Wasser spritzen? Das wäre geil. Und wir stellen uns stellen uns simultan hin. Du springst, bist gelandet. Okay. Und oder ich jag mich rein. Gleichzeitig springen. Das wäre geil. Dürfen wir gleichzeitig springen? Ja, ihr wisst, was für einen Abstand braucht. Ja. Ihr habt es öfter gemacht. Ich. Das wäre geil. Ja, das ist geil. Na dann? Ja gut, dann machen wir. Gucken wir, den Kälteschock besser verträgt. Genau. Ich mache einen Gainer, also sozusagen Auerbacher nach vorne. Also ich mache einen Gainer, einfach mal so. Ich stelle mich nach vorne an die Kante und mache einen Rückwärtssalto und lande dann im Wasser. Ich mache einen sogenannten Castaway, das heißt, ich stütze mich um meine Hände da auf das Metall drauf und drücke mich dann in Backflip rein. Okay, wir haben einmal einen Gainer und einmal einen Castaway. Okay, sehr gut. Also ein Rückwärtssalto, weißt du. Na gut. 3, 2, 1. Komm! Oh! Digga, dieses, also das doch nochmal so in der Luft zu sein. Für kein Geld der Welt will ich so aus 13 Metern mit so einer Geschwindigkeit überm Wasser sein. Stell dir vor, du verkackst da jetzt irgendwas, dann ist doch vorbei. Du bist tot, oder? Oh! Jetzt! Ja, sicher! Geil! Alter, perfekt! Genau so! Ja. Geil! Geile Schwein!
Okay. Jan Schlappen sagt sogar, er hat immer Probleme, wenn er so kerzenmäßig runterspringt. Das kriegt er nicht so gut hin. Er kann es viel, viel einfacher, er hat es auch schon so oft gemacht, mit so einem Rückwärtssalto und den richtig timen. Da kann er viel smoother, kontrollierter und besser eintauchen, als wenn er eine Kerze macht. Wenn er aus irgendeiner Höhe springt, nimmt er lieber einen Rückwärtssalto. Was ist das denn für ein kranker Scheiß? Jetzt sind wir dran. Nochmal hi, der Alter lag so in den Kälte schon. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht, wie hoch das eigentlich ist hier. Muss ich zugeben. Ah, guck mal. Ah, easy, komm. Okay. Warte. Einmal unterm Schuh reiben, dann hat man mehr Grip auf Metall. So, ich bin ready. 3, 2, 1, send it! Digga, wie das schon knallt. Die landen sehr gut im Wasser, aber wie laut das bei denen schon knallt. Send it! Er ist so kontrolliert, guck, wie er das Wasser anguckt und alles. Das ist so free für die. Der ist ja auch Freeriding Schlapp, weil das so free für die ist, aus der Höhe zu springen. Man merkt die Kälte instant. Das Austauchen war wild. War geil, ne? Ja. Was macht dein Ei? Ei ist völlig fein, nur die Adern auf der Hand, die gefrieren wirklich. Also die ganzen Sehnen und was um den Nacken verkrampft. Otto, es tut mir leid. Ja, quatsch mit Otto, was du vorhast und dann. Du stehst hier den ganzen Tag, nur damit ich hier für dich springe einmal. Es tut mir leid. Die ist so klein, egal wer ihn umarmt. Du musst das machen, oder? Ich muss das, aber ich kann. Ich länger dein Team. Es tut mir leid. Du Niki alleine runterspringen lassen. Es tut mir so leid, Niki. Ronny. Wir sind das Team, wo nur. Da muss man auch einmal Nein sagen. Einer springt. Ronny. Ich würde so gerne, ich sehe mich da und ich sehe mich. Boah, der Big Counter. Boah, alle jubeln. Boah, das ist so geil. Boah, das wäre so geil für. Wenn man das dann hier sieht, dann wenn man das dann im Nachhinein noch sieht, dann wenn das auf YouTube kommt. Du, wenn und so. Du dich wohlfühlst, dann. Es geht nicht. Dann ich kann flitzt, nicht. Also ich kann nicht. Fallen, dann flitzt nach unten, damit ihr ins Wasser kommt. Ja. Okay? Ja. Es tut mir leid, Niki. Okay. Ich fang dich auf. Ich fang dich auf. So, Niki, Last Man Standing. Jetzt fängt da mein Bruder als letztes, Alter. Last Man Standing von den Streamern, Mann. Du rockst das jetzt. Otto, du springst jetzt einfach mit. Ja. Ich war die ganze Zeit so doll mit Ronny und Max beschäftigt, ich war gar nicht bei mir. Jetzt kickt's gerade so. Aber ich mach's einfach jetzt, ne? Ja, Dill! Ach du Scheiße! Ich mach nochmal. Fuck! Das ist so dumm hoch von da. Nicht hektisch, ganz in Ruhe. Hinstellen, atmen, Bäume angucken, Wasser. So. Sauber. Anspannen, jawohl. Ja, okay. Also aus der Perspektive sieht das aus wie ein 3-Meter-Sprung. Hat er gut gemacht. Stop. Jawohl, alles gut. Tipptopp, so wollen wir es sehen. Perfekt. Gleich der Erste springt, Krankenwagen kommt, ins Krankenhaus und alles Mögliche. Rumatra hat sich mal, ein guter Kollege von mir, zwei Rückenwirbel gebrochen bei einem 14-Meter-Sprung. Ich habe da nur Horror-Stories gehört. Warum habe ich einen roten Bart eigentlich? Was soll das denn? Was ist da für ein Farbfilter drauf? Auf dem Bild. Und ich habe mich ja bis jetzt bei jedem Event mit allem verletzt. Das wäre wieder so ein ganz typisches Ding, dass ich mir da irgendwas durchhaue. Deswegen, ich bin so froh, dass ich nicht gesprungen bin. Das ist wirklich mein Highlight. Der wird einfach bei, wenn er länger ist, ist der rot. Jetzt ist doch hier, der ist doch gerade nicht rot, oder? Der ist 0,0 Zentimeter rot gerade. Das misst man übrigens in Zentimetern. Und wenn der länger wird, wird der knallrot? Das ist doch komisch. Der 48 Stunden. Ey, ich ärgere mich immer noch. Ich wollte das so gerne machen, ne? Ich wollte das so gerne machen, aber diese Höhenangst. Das ist crazy, weil Ronny hat einfach nur Höhenangst und ich habe einfach nur Angst, mich zu verletzen. Habt ihr das Video gesehen bei Mr. Beast, wo jemand aus einer richtig hohen Höhe springt in so ein Netz und das Netz entschleunigt einen, bis man ankommt? Da würde ich aus, keine Ahnung, 20 Metern oder so springen, weil du weißt, da sind 1000 Leute gesprungen, keiner hat sich verletzt. Easy. Oder Bungee-Jumping oder Fallschirmsprung oder so. Das klappt. Aber hier springt der Erste und zerfetzt sich den Rückenwirbel. Das ist ein Riesenunterschied. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Du hast Psychologie studiert, du willst das besser wissen. Ne? Das ist krass, was im Körper so, das ist krass. So. Man will das so, man will das so. Aber dieses Unterbewusstsein, das blockiert dich. Das blockiert deinen ganzen Körper, dass man da nicht runterspringen kann. Es ist einfach nicht möglich. Und ich wollte so sehr, weil ich auch mir das vorgestellt habe. Die Leute haben oben gejubelt. Was das für ein Glücksmoment ist, wenn ich dann da runter... Der Krankenwagen kommt, er springt runter, der Krankenwagen kommt. Der fährt ins Krankenhaus, wird geröntgt, kriegt keine Luft, macht die ganze Zeit nur Geräusche, muss sofort operiert werden, ein halbes Jahr kein Sport, vielleicht ist es chronisch, das wäre schon richtig geil gewesen, Ronny. Und das geschafft habe und dann noch, aber
kurz bevor ich es gerade noch, vielleicht noch geschafft hätte, dann noch der Gedanke daran, der Erste hat sich verletzt, das hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Und dann, das habe ich das, aber mich ärgert es immer noch, dass ich es nicht gepackt habe. Vielleicht schaffe ich es irgendwann mal. Und war sehr schlimm, da runter zu springen. Ja, war schon wirklich eine, hat schon Angst, aber dann doch gut geklappt auch. Was labert die mit Angst? Die macht damit, der hängt da und macht hängend den Rückwärtssalto. Der andere macht einen Gainer. Er hat einen Castaway gezündet. Was labert er von Angst? Ja, war geil. Das war das falsche Interview überhaupt. Auch, also Angst unter Kontrolle gehabt. Ja, am Anfang ein bisschen Angst gehabt in der ganzen Vorbereitungsphase, weil man echt einfach nur eingefroren war, die Wasseroberfläche überhaupt nicht gesehen hat. Aber als Dwayne dann im Wasser war, konnte man die Höhe perfekt einschätzen. Und der Modus war halt auch einfach da, ne? Also da ist man einfach nur auf Grund zu springen. Vor allem als wir zu zweit gesprungen sind. Das war ja ganz spontan, aber richtig geil. Ja. Ja, und jetzt? Was wird jetzt gemacht? Ja, jetzt wird ein bisschen wieder aufgewärmt. Jetzt machen wir uns hier eine Sauna fertig. Schön ein bisschen ein paar, hier, den Feuer einfach, ne? So Jungs, seid ihr bereit für die Feuer-Challenge? Yes, sind wir. War gerade schön kalt, jetzt machen wir es uns warm. Ja. Ich stopp dann, brauch nur noch einen dritten Mann. Ja klar. Zeit läuft auf mein Kommando. Auf die Plätze, fertig, ab. Okay, und Siegel kann auch weg, die Siegel brauchen wir nicht. Die Challenge macht mich sauer. Ja, warum die Segel gemacht? Zur Verwirrung? Ja. Nein. Eigentlich viel speichern ist irgendwie. Naja, ich bin jetzt schon sauer. Leute, ich habe so oft Survival-Vorbereitungen und alles gemacht, ne? Seven vs. Wild, so viele Feuer gemacht. Otto hat es uns so oft gezeigt. So alles hier und da. Volles, von bis. Alles, okay? So viel gelernt. Aber was ich nicht gelernt habe, wie geisteskrank entflammbar Tampons sind. Hier sind zwei Stück, die haben wir dazu bekommen als Ausrüstung. Die kannst du auffrimseln und direkt Funken reinschlagen und dann kannst du direkt schon die Rinde brennen. Wussten wir nicht. Also ich wusste, dass die gut brennen. Ich wusste aber nicht, dass die so lange brennen und so eine starke Hitze entwickeln. Das geht mehr ab als ein Grillanzünder. Mach dir jetzt mal hin, das Basisding, wir brauchen jetzt. Los. Richtig auseinanderdröseln. So, jetzt hab ich's, ja, jetzt hab ich's. Ich kann weitermachen, Max. Mach du deins. Ich weiß, wie es geht. Feuer. Was machst du da gerade? Ich mach das, was ich gestern am Lagerfeuer gelernt habe. Wie heißen die? Feathers. Sticks, oder? In Deutsch? Hast du gestern noch gesagt? Federnstäbe. Und ist wie Weihnachten. Wie Weihnachtsbäume, ja. Ja, genau. Wofür machst du die? Die mache ich, weil diese kleinen Härchen dann gleich Feuer fangen. Und dann können wir quasi über die kleinen Härchen springt das dann idealerweise auf das Holz über. Genau. Und vielleicht ein bisschen so? Noch drauf zu Ich bin gerade nach Hause gefahren. Was für eine Verletzung, beste Genesung. Nee, ich nicht. Aus dem Ninja Warrior Team hat sich den Rückenwirbeltrümmerbruch und wurde sofort operiert. Oh Gott, ey, wenn ich das so ausspreche, graust es mir schon. Dass ihr das dann da draufsteht. Also gute Besserung. Haben wir da eigentlich mal ein Update bekommen jetzt? Doch jetzt auch schon 2 Monate her. Wie läuft da die Heilung? Wie lief die OP? Brandentwickeln. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede. Ich habe das gestern erst beigebracht. Ja. Das ist gut. Sieht das gut so aus, Gabi? Ja. Sie brauchen auch Sauerstoff, ne? Was da für einen Riesenstock reingehalten wird. Soll ich machen, Schatz, oder willst du? Ja, guck mal, wie krass das brennt, so ein... Genau. Und wie lange, guck mal. Genau. Guck mal, was... Das ist nur der Tampon. What the fuck? Erstickt es nicht, ne? Macht nicht zu viel rein. Lass das essen. Nicht ersticken, das Feuer, Achtung. Haben wir verkackt. Sehr schön. Und jetzt immer nachfüttern. Von klein zum großen. So wie wir es gelernt haben. Du hast auch eine Axt neben dir. Boah, das Messer geht ja. Ich bin so beeindruckt hiervon. Und draufhalten das Ding. Das ist echt geil. Das sieht immer in den Videos so professionell aus, wenn man so das macht. Aber das ist so einfach. Das geht von alleine. Das Messer ist wirklich wild. Das geht einfach genau den Holzfasern entlang. Das ist so leicht, so Holz zu spalten. Das ist so geil. Das ist wirklich geistesenorm. Echt ein geiles Messer. Hier, mach Dampf da rein. Mehr ins Feuer. Richtig ran. Pusten. Jawohl, Holz für Holz. Das sieht sehr gut aus. Ich wollte das Holz spalten, habe das Messer angesetzt und... Oh
Gott, nächste Horrorverletzung. Hab die Hand schon losgelassen. In dem Moment habe ich gedrückt, die Hand war schon weg. Aber das Messer war so scharf, das ging da durch wie Butter. Und hat dann so einen Rechtsknick gemacht und ja, mir halt dann so in die Hand geschnitten. Aber ich habe mich dann verbinden lassen und bin dann direkt wieder zurückgekehrt. Ja, ist alles gut. Alles gut, sagt er. Wir machen uns jetzt bereit für den Feind. Hände werden bandagiert. Genau. Da hat sich da ultra reingehauen. Ja, die meinten auch wieder so bis vorm Knochen. Der hätte sofort genäht werden müssen. Der hat einfach so einen provisorischen Verband drum gemacht. Und dann hat er die Challenge noch, es ging ja noch über 24 Stunden ab jetzt, ne? So eine Hardcore-Challenge, einfach weitergemacht. Das juckt den null. Also die Ärzte waren auch so, ja, eigentlich müssen wir den jetzt mitnehmen. Der wird einfach nur zu verbandagiert kriegen, dann geht's weiter. Und er sagt doch einfach, alles gut. Das ist so krass. Das ist so krass, ey. Leute sind sich hier so am Verletzen. Überall. Und jetzt Feuer drauf. Und zufrieden mit dem Feuer? Sehr zufrieden. Gab es Schwierigkeiten? Komm, Max, nein. Feuer, pusten, bring Sauerstoff rein, dass in die Flamme kommt. Pusten. Sorry. MMA-Kämpfer halt, ja, ich weiß. Bei Bund sind die Sanitäter mehr Metzger als Ärzte, oh Gott, ey. Kati hat schon drauf. Parallel Handschuhe anziehen und mal gucken, dass es kocht schon. Und Kati immer schön mit... Boah, so ein richtig tiefer Cut mit einem Messer durch die ganze Haut, dass du so auf die Sehne und Knochen stößt. Du hast so viele Nerven in der Hand. Meine Fresse. Das sind alles so Albtraumverletzungen. Die Flamme, da wo die höchste Flamme ist, kommt der Pickpot rein. Oh ja, drauf hier. Selber entscheiden, wann ihr den Deckel abnimmt. Ja. Kontrolliert. Bin wieder da, Leute. Okay, Handschuhe an. Bin wieder da, Leute. Tut so, als wäre nichts gewesen. Bin wieder da, Leute. Okay, Handschuhe an. Oh, ja, jetzt solltet ihr mal das Wasser drauflegen. Okay, jetzt schon? Ja. Gib mal. Alles, was dann jetzt wieder reingeht, geht dann jetzt rein. Wir müssen natürlich gucken, wann es brennt. Ne? Dann sehen wir, wann es kocht. Hören wir es? Schön noch tiefer. Ja, dann tiefer. Also, du musst sehen, dass es kocht. Du musst den Deckel dann runternehmen. Ja? Oh, das Scheiße. Kannst du erst noch ein bisschen. Gib mir Handschuhe. Wie macht man denn? Wie kriegen wir einfach tiefer, einfach tiefer. Ja, komm mir, du kannst. Ja, hältst du? Hoch, hast du? Ja. Hoch. Hier tiefer. Komm hoch. Ja. Aber da ist schon gut jetzt runter. Genau, mach nicht zu viel, lass erstmal mal ein bisschen brennen, pustet lieber mal, damit noch mal so ein bisschen. Wieso habt ihr verkackt? Man hat sich die Zeit nicht. Wir haben total lange gebraucht, im Modus zu sein. Wir haben da irgendwie 5 Minuten rumgedümpelt, bis wir den Tampon benutzt haben. So gerne. Also da passiert noch nichts. Aber es ist auch ein Bläschen. Komm. Ja, na klar. So gerne hat gesagt, sobald man dicke Blasen am Boden hat, ist gut. Ja, na klar. Ja, also so ein Windschleuse bauen. Das ist für mich, dass es schneller kocht, das ist besser. Dann noch mal ein bisschen was mit hin, dass es hier noch mal ein bisschen Brennmaterial hat. Ja. Packt die Birke da und die andere Seite auch mit hin und packt dann uns Futter-Tin Rollklar. Nett wieder, genau. Jawohl, komm, Dwayne, auspusten. Ja, Junge. Der rammt gleich einfach seinen Kopf ins Feuer. Komm, Handschuhe, ja. 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 Na klar. Was meinst du, wie der hochrufen? Jan, sauber, Junge. Geil. Ben. Ah. Ja, Mann. Das war doch geil. Saustark, Jungs. Kochen wir jetzt was oder was? Wir nehmen mal den Stecken und holen den. Ja, besser von hier, weil da drüben brennt es nicht so stark. Komm, von hier. Von hier. Let's go. Go. Abwechseln. Pustet mal da richtig rein, Alter, was machst du? Ich hol dir mal kurz ein bisschen oben Luft. Ja. Aufmachen! Aufmachen! Koch! Komm, yes! Geil! Ihr könnt da richtig mit der Fresse dran gehen, Alter! Ja, aber richtig pusten, Alter! Ihr seht doch, wenn das funktioniert, ob ihr da reinpustet oder nicht. Ja, kocht! Passt!
Guck nach. Mit Handschuh hoch, Schatz. Ja, na, mit Handschuh hoch. Aber da habe ich genau noch der Feuer. Hoch. Ist egal, hebst einfach hoch. Sind wir letzter geworden? Mit dem Handschuh kann dir nichts passieren. Mit dem Handschuh passiert nichts, Baby. Greif einfach rein, hebst hoch. Vorsicht. Ja, kocht. Geil, Leute. Das war gut, oder? Das war richtig stark. Das war richtig gut, ey. Geil. Stark. Let's go. Ja. Yes! Oh. Für dich, Keno! Richtig gut. Gott, oh Gott, oh Gott. Blasen sehen. Guckst du rein, Olli, oder Max, guckst du auch mal rein? Ich gucke. Ich glaube, das sind schon Blasen, oder? Ja, blubbert. Nee, das ist noch nicht kochen, aber es kocht fast. Lasso. Ich glaube, wir sind letzter geworden. Bis gleich. Kocht fast. Super. Zeit? 11:46. Scheiße. Das ist shit, gut, ne? Ist wir haben Zeit durch die Decke verloren, am Anfang. Das ist okay. Nee, das ist richtig ab. Wir wussten, wie schlecht wir waren. Ja, wir hätten 3 Minuten früher starten können. Jetzt haben wir mal das ganze Feuer entlassen. Ihr könnt das Feuer einmal auslernen. Gut, Feuer ist natürlich auch so eine Geschichte, die wir beim EK von den Teilnehmern auf jeden Fall abverlangen. EK für Einzelkämpfer wissen manche Leute nicht. Okay. Nein, Einzelkämpfer, ja, ne, wird es oft abverlangt, auch zu sagen, ja. Hey, wie schnell musst du ein Feuer machen? Hundertprozentig, ne? Genau. Auch ja, heute wieder ein. Oder haben wir jetzt kassiert? Brücke, es ist nur einer von uns gesprungen. Ist dabei gewesen, von bis natürlich. Letzter. So. Ja, ich muss sagen, es lag teilweise sehr eng beieinander. Ein Team war allerdings besonders gut. Wo sind wir? Feuerprobe? Ich wusste es. Feuerprobe. Was? Wir waren kurz Erster. Jetzt sind wir beiden Challenges Letzter geworden. Scheiße. Dafür gesund. Nicht die halbe Hand weggeschnitten und nicht den Rückenwirbelbruch. Jetzt die Gesamtwertung. Wir fallen vom ersten Platz. Digga, was hatten wir denn für einen Vorsprung? Wir kriegen 2 Punkte. Oder was? Die kriegen 8 und wir sind immer noch vor denen. Das ist ja fantastisch. Krasse Folge. Wir haben gelacht, wir haben gelitten. Schlimme Verletzungen, viel Action. Sehr, sehr geile Folge.